Okay, Jahrzehnte später. Ach du Scheiße. Und da hat Disney Star Wars versaut. Bring mich zum Gefangenen. Ah, die kennen wir doch. Die vier Augen, die haben wir doch, als wir noch auf imperialer Seite waren, gerettet. Ja, ich weiß nicht, die Story mit Kylo Ren und so, das ist nix. Also, ich meine jetzt die Filme, nicht vom Game her. Die Game-Story kenne ich ja nicht. Also, wenn Sie mein Schiff mieten möchten, können Sie auch einfach fragen. Die Karte zu Skywalker. Du weißt, wie ich sie finden kann. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Gott, ist der alt geworden. Okay, was geht denn jetzt ab? Oh, ich spiele jetzt Kylo Ren, okay. Du glaubst, das Schiff wird dich schützen, dich abschirmen. Wird es nicht. Hier war dein Anfang. Ist das nicht Sie war mutig genug für euch beide. Na, verdammt. Ich sehe die leider nicht, wo die alle sind. Ha!
Schön überwunden. Was? Tochter? Ja, wo geht's denn hin? Ja, wo geht's denn hier hin? Du magst den? Ich spiele Kylo Ren aus den neuen Star Wars Filmen. Naja. Ah, da ist er ja. Hey! Naja. Naja, Geschmäcker sind verschieden. Ja, mach das ruhig. Wenn du das spielen willst, kannst du das gerne tun. Der Glaube brachte dich zur Macht. Die Macht brachte dich zum alten Mann. Zum alten Mann. Kann ich jetzt endlich aus diesem komischen Gedankenbild raus? Wo deine Familie unterging. Wo du untergehen wirst. Du irrst dich. Okay, dann muss ich die also alle niedermetzeln hier einfach. War das der letzte? Nö.
geht doch. Wo hat Lord Santeca die Karte hingebracht? Bajora. Er brachte sie nach Bajora. Ich hab, was ich wollte. Wer gehört Ihnen? Räumen Sie hier auf. Wie geht's dir, Dell? Na. Erspar mir die Floskeln, Hask. Wir wissen beide, wie es endet. Du wirst nicht den Held spielen. Denn du... Du bist kein Soldat mehr. Sieh dich an, du Feigling. Du hast deine Waffe eingetauscht. Wofür? Vaterschaft? Oder Frachtverkehr auf der Corvus? Weißt du, Aiden hat mich vielleicht verraten, aber du, Dell, du hast mich enttäuscht. Du hast mich enttäuscht. Wir haben uns verändert, oder? Hä? Sieh dich an. Du warst doch immer tot. Tja, Aiden hat ja vieles geschafft, außer mich zu töten. Also die Filmsequenzen sind echt super. Gideon! Bitte. Er heißt Gideon? Der Name sagt mir was. Das wird nicht gut für dich enden. Bitte. Projektwiederbelebung kann weitergehen wie geplant. Im Gegenteil, Glenn. Ich habe dich gewählt, weil du mal nützlich für mich warst. Wir haben alles wieder aufgebaut und der Jinnata Sicherheit das System überlassen. Und als Gegenleistung liegst du hinter dem Zeitplan und hast zugelassen, dass jemand unseren Plan entdeckt. Ein kleiner Fehler, mein Wort darauf. Meine Männer verlegen die Pelio-Operation und verdoppeln. Wir vereinfachen unsere Arbeit auf Atola. Nun, ich werde ein paar Männer zurücklassen, die das überwachen werden. Und ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Kopf. Du weißt, das wird sicher locken. Davon gehe ich aus. Hat er Del erschossen? Gut, Del war eh eigentlich nicht so der Bringer. Nanü, was ist jetzt kaputt? Wieder Battlefront 2?